eine kleine Stadt oder so eine Burg bauen. Wir waren uns nicht ganz sicher. Da habe ich gedacht, dann passt das dazu. Ja, und dann hatte ich gedacht, dann nehme ich mal einen Ritterskin so lange. Davor hatte ich so ein, keine Ahnung, Skin. Ja, wer mir ein Skin machen möchte oder mir ein Skin vorschlagen möchte, den ich doch mal nehmen könnte, kann es gerne tun. Oder wer einen entwerfen möchte, kann es auch gerne tun. Wer einen entwirft, den nehme ich um 100%. Mindestens für 2 Folgen, sage ich. Mindestens. Außer wenn er mir sehr gut gefällt. Dann nehme ich ihn für mehrere Folgen. Oder dann warte ich so lange, bis mir keine Skins mehr geschickt werden. Falls mir überhaupt ein Skin geschickt wird. Was ich nett fände. Aber falls mir kein Skin geschickt wird und nur ein einziger selbstgemachter, dann nehme ich natürlich den selbstgemachten dauerhaft. Solange er anständig aussieht. Oder nicht anständig. Wohl anständig sollte er auch aussehen, aber sagen wir mal, nicht beleidigend oder so. Ich würde zum Beispiel nicht so den Truckfahrer oder diesen Bullyfahrer vom A-Team als Skin nehmen. Weil ich bin nicht so der A-Team-Fan und da wär mir irgendwie so ein Luke Skywalker oder so. Obwohl ich auch kein Star Wars Fan bin. Oder irgendwas anderes, so ein Alien oder so. Oder so ein Soldat oder so. Oder was weiß ich. Oder habe ich. Achso, ich habe EP bekommen. Das war das komische Geräusch. Und was ihr auch vielleicht an dieser Folge merkt, dass ich im Hintergrund leise den Minecraft-Ton anhab. Weil ich habe gedacht, wenn ich nur rede, ist es vielleicht öde. Ja, und dann habe ich gedacht, einen Ton an. Solange ich noch keine irgendwelche Playlists habe oder so, die ich auch mir vielleicht machen wollte. Also Playlists, die ich dann abspiele, während ich spiele. Wodurch ein bisschen Musik entsteht. Für was weiß ich nicht, weil es sich schön anhört. Darum. Es hat keinen Grund. Weil ich normalerweise, oder nicht normalerweise, ich höre manchmal, wenn ich nicht sehr konzentriert in den Spielen bin, höre ich auch Musik beim Spielen. Ist einfach so. Könnt mich gerne fragen, warum, aber ich weiß es selber nicht. Ja. Dann ist das Feld hier. Ich glaube, ich mache das hier hinten weg. Auch mal weg. Sonst sieht das hier so unecht aus. Sonst sieht das so aus, so wie so gemacht. Genau wie ich das am Rand mal wegmachen muss. Aber das am Rand mache ich noch nicht jetzt. Ja, wenn ich da vorne aufhöre, mache ich hier so ganz unauffällig. Ist das so geworden. Ja, dann nochmal hier so. Dann ist das so wie so einigermaßen echt halt. Wie das in Minecraft halt wirklich aussehen könnte. Weil ich finde es besser, wenn man so denkt, das ist so gemacht. Die Welt ist wie für einen konstruiert worden. Sieht nämlich irgendwie schöner aus, als wenn da überall so stumpfe Wände sind. Ja, finde ich jetzt persönlich nicht allzu schön. Darum mache ich das lieber so. Ja. Abbau, 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 nein, Abbau. Ah, jetzt habe ich aber auch schon wieder fast Sand im Überfluss. Oder ich habe schon Sand im Überfluss. Irgendwie. Oder ich überlege gerade, soll ich mir da vielleicht nochmal ein Haus bauen? Jetzt habe ich mir wohl die ganze Arbeit, ja okay, so viel Arbeit war es jetzt auch nicht, da gemacht. Weiß nicht, oder ich lasse das erstmal hier so stehen und ziehe so lange nach dahin. Ich gehe jetzt einfach mal gucken. Weil da ist das vielleicht etwas ansprechender. Für Tiere, Kühe. Irgendetwas, was lebt. Und nicht in der Wüste aufwachsen will. Ich glaube, ohne Witz, ich mache mir hier jetzt ein Bauernhaus. Oder ein Bauernhäuschen. Nein, Bauernhaus kommt wohl schon eher hin. Dann mache ich mir. Wie soll ich denn das gestalten? Ich glaube, ich mache hier.
Ich baue das mal so, wie ich noch nie ein Haus gebaut habe. Erstmal Grundriss ein bisschen. Oder ich mache den Grundriss. Ich glaube, ich mache den Grundriss anders. Was vielleicht gar nicht so schlecht aussieht. Man weiß ja nie. Dann mache ich nämlich das die unterste und die oberste Reihe aus Cobblestone. Ich baue immer diese Riesenhäuser. Wofür brauche ich so Riesenhäuser? Ich baue jetzt mal ein bisschen so. Dann gucke ich mal, wie das. Dann könnte ich mir hier. Warte, wenn da eine Reihe ist, da ein bisschen tiefer. Da zwei Betten. Da ein bisschen tiefer, da eine Reihe. Reicht das hier? Aber ich will ja jetzt auch. Ich habe auch Ideen, die ich machen könnte, aber die will ich eigentlich gar nicht unbedingt machen, weil dann irgendwer sagt, du hast die doch eh nur abgeguckt, was auch im Teil dann stimmen würde. Ich glaube, dann mache ich da. Das ist jetzt unsynchron. Ich weiß nicht. Wegen den zwei Betten. Ach, dann mache ich mal. Ach, als kleiner mache ich einfach. Und im Notfall kann ich ja immer noch ausbauen. Dann ist das auch jetzt nicht so das Wichtigste, dass ich jetzt hier perfekt 1A alles mache. Sonst baue ich mir irgendwann noch mal ein zweites Geschoss oder so. Warte. Ach, das ist gar nichts. So, warte, dann könnte ich da eine Truhe hinstellen. Dann mache ich mir da so eine schöne noch. Da, dann Holztür. Ja, ich weiß ja jetzt genau, wie ich das machen will, daher. Hört sich das für euch vielleicht ein bisschen doof an, dass ich die ganze Zeit Zeug laber und ihr gar nicht wisst, was ich damit sagen will. Ja, okay, das ist jetzt doof gelaufen. Ne, doof gelaufen. Ich irgendwo noch Cobblestone? Vielleicht. Sonst muss ich mir erstmal wieder Cobblestone holen. Ja. Oder was, ihr könnt auch gerne, also da komme ich jetzt nur so zufällig drauf, weil ich hier am Rumrennen bin und irgendwas sagen wollte. Ihr könnt natürlich auch immer gerne ich tu mal den Sand rein. Immer gerne Spiele vorschlagen, die ich, wo ihr es cool fändet, wenn ich die vielleicht let's playen würde. Ich gucke mir die Spiele dann an und wenn ich dann sage, ja, ist gut oder das Spiel finde ich jetzt nicht schlecht, sondern mehr gut und hätte auch Interesse, das zu spielen, dann spiele ich das auch und mache davon dann auch Let's Plays. Vielleicht interessiert ja der eine sich mehr für MMOs und der andere mehr für Shooter oder so. Ich hatte ja auch eigentlich vor, ein Battlefield, also in der Kampagne, ein Let's Play zu machen, obwohl ich die Kampagne noch gar nicht wirklich gespielt habe. Ich habe immer mehr den Multiplayer gespielt, weil ich jetzt eigentlich mehr, sag ich mal, der Multiplayer-Typ bin. Ich mag einfach irgendwie, finde den Multiplayer immer gut. Obwohl ich natürlich auch nicht der Oberprofi bin. Jetzt, ich glaube, ich mache hier gleich einfach so eine Erdschicht vor oder so. Da war nie was, da wird nie was sein. Damit es so aussieht. Und da geht die Spitzhacke kaputt. Damit das. Echt, wird das dunkel? Habe ich jetzt. Ja, ich glaube, das wird dunkel. Oder dann, ja, das müsste jetzt auch dunkel werden allmählich. Dann mache ich mir eine Schicht jetzt noch. Und dann lieber sicherheitshalber nach Hause rennen, bevor zwei Schichten kommen. Ein bisschen auf Risiko gehen, damit auch. Und jetzt noch mal gucken. Eine schaffe ich noch. Dann gehe ich auf super Risiko und mache so eine Wand. Vielleicht schaffe ich es, vielleicht nicht. Ja, wird halt knapp. Ich schaff's, ich muss schaffen. Und sonst kloppe ich mir den Weg frei. Wo ich jetzt, was ich nicht so atemberaubend finde. Ach wohl, ich werde ja.
Ich wollte gerade sagen, ich habe, obwohl ich am Anfang der Let's Play-Reihe gesagt habe, ja, ich merke mir wohl schon den Ort, wo ich ge gespawnt bin. Ich weiß, dass ich da irgendwo im Wald gespawnt bin, aber viel mehr weiß ich auch nicht. Ich bin ja hier rübergekommen, als wenn Tag wäre. Aber nein, ich habe mir natürlich nicht gemerkt. Und dann habe ich mir aber gerade gedacht, ich werde ja eh beim Bett respawnt. Dann schaffe ich das ja auch locker. Oh, ich muss mich mal wieder vielleicht ein bisschen. Ein bisschen um Fleisch kümmern. Bevor ich hier irgendwann mal durchgehend drauf gehe, weil ich. Nein, weil ich kein Fleisch mehr dabei habe. Oder dann nie Fleisch dabei habe. Ich glaube, ich gehe mal eben schlafen. Dann kann ich nämlich direkt weitermachen. Und den Kopf meinte ich, den Ritterkopf hier, der die ganze Zeit da rumwuselt durch meine Maus. Das nervt mich ein bisschen, dass der da im Bild ist, wenn ich schlafe. Also da, das hätte ich mir vielleicht noch, ich weiß auch nicht wie, aber anders vorgestellt. Aber oh, warte, den kann ich killen, da kriege ich vielleicht noch, vielleicht Pfeile. Treff mich nicht. Gib mir natürlich nichts, weil du verbrennst. Warum auch? Ich brauche ja nichts. Warum auch? Ich bin Köln. Ey. Ein Enderei. Das erste Enderei. Enderauge. Ich glaube, das ist irgendwie gut für Tränke oder so. Ja, stimmt, es war für Tränke. Glaube ich. So, soweit ich informiert bin, war es für Tränke. Guck, und dann möchte ich da so irgendwie. Aber dann, ich weiß nicht, oder soll. Oder ich glaube, die Plantage mache ich in die Richtung. Aber dann muss ich hier. Entweder ich fülle das aus, oder. Ich weiß noch gar nicht. Ich weiß bloß, dass ich Holz brauche jetzt mal wieder. Soll. Dann mache ich ein Haus, was sehr beleuchtet ist, sag ich mal. Ja, das reicht schon. Soll ich da, glaube ich, mache da oben das Fenster. Dann 1, 2. Warte mal, das genau passt. Nein, das passt nicht. Passt das hier vielleicht genau? Ja, hier passt es genau. Dann mache ich das vielleicht so. Dann gehen mir auch genau da schon die Steine aus. Ach, Steine, sag ich. Ach, da geht mir genau das Holz aus, das wollte ich sagen. Weil das Bauernhaus und das normale Haus ist ja auch gar nicht so weit auseinander. Dann kann ich ja da vielleicht nochmal Verbindungsweg bauen. Vielleicht mit Bäumen oder so. Also Bäumen an der Seite. Ein Verbindungsweg aus Bäumen. Der ist auch noch sehr eigentlich auch witzig aus. Ja, muss ich mir. Müssen wir uns noch mal was einfallen lassen. Ja, Bäume hacken macht Spaß. Sehr viel Spaß. Ich kann meine Freude kaum.